Herr Kutscher, so schnell dürfen Sie aber mit den Pferden hier nicht langfahren. Da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, nur 20 km/h. Oh Mann, hätte ich doch nicht so viele Bücher auf einmal genommen. Emma, kannst du mir mal kurz helfen? Emma! Oh, Emma! Herr Kutscher, was haben Sie da überhaupt alles geladen? Weil ich weiß nicht, ob Sie das hier mitnehmen können, das Schloss. Oh toll, jetzt ist mir doch alles runtergefallen. Kann die mir nicht mal helfen? Ich habe doch gesehen, dass sie da hinten war. Die tut echt so, als hätte sie mich nicht gehört. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, Emma. Beinahe wären hier noch ein paar Seiten verknickt bei meinen Büchern. Welches lese ich denn als erstes? Hey Hannah, was machst du denn da? Wollen wir vielleicht was zusammen spielen? Sind das vielleicht auch Malbücher? Ach nee, Emma, ich habe gerade an dich gedacht, wenn man vom Teufel spricht. Was willst du denn jetzt hier? Jetzt kommst du auf einmal. Was? Beutel? Was für ein Beutel? Ich habe keinen Beutel. Ich dachte, wir spielen was. Jetzt brauchst du auch nicht mit mir spielen. Ich bin sauer auf dich. Komm, geh weg. Ich glaube, Hannah ist total sauer auf mich, aber ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich habe ihr doch gar nichts getan. Hey Julian, vielleicht will er ja mit mir spielen. Hey Emma, du, ich bin auf der Suche nach Samira. Hast du die gesehen? Was? Elvira? Das ist doch unsere alte Nachbarin. Was soll die hier zu suchen haben? Oh Mann, jetzt fängt das schon wieder. Emma, ich meine Samira, unsere Katze. Was? Elvira, die hat jetzt eine Glatze. Also die hatte früher schon kurze Haare, aber jetzt hat sie gar keine mehr. Wow, voll witzig. Die kann mir auch nicht helfen. Ich guck mal da drüben. Also irgendwo muss doch Samira sein oder ist sie schon wieder draußen? Julian ist auch irgendwie sauer, habe ich das Gefühl. Aber eine Glatze ist natürlich auch nicht so das beste Thema bei ihm, nachdem wir ihm letztens fast eine Glatze verpasst hätten. Kinder, kommt ihr dann? Es gibt Abendessen. Sieht das lecker aus. Ich glaube, wir können dann starten. Wo ist denn Emma? Emma! Ach, keine Ahnung, wo die ist. Ich bin ein bisschen sauer auf Emma. Die hat eben echt genervt. Keine Ahnung, die war auch echt komisch. Bei dir auch? Also bei mir war die auch total komisch drauf. Ich werde sie einfach nochmal rufen. Vielleicht hat sie mich nicht gehört. Emma, kommst du runter? Abendbrot. Hat die Musik an oder irgendwie Kopfhörer auf? Oder warum hört die mich nicht? Emma, kommst du dann runter? Hallo? Das Schloss könnte meine neue Farbe vertragen. Vielleicht mache ich das komplett rosa und nicht mehr weiß. Emma, hast du das gar nicht gehört? Ich habe dich schon ein paar Mal gerufen. Die sind schon alle unten. Wir wollen anfangen zu essen. Oh, Mama, warum erschreckst du mich denn so? Du hast dich total rangeschlichen. Was gibt's denn? Emma, es gibt Abendessen. Ich habe schon ein paar Mal gerufen. Komm jetzt endlich mit. Naja, jetzt sind wir ja vollzählig. Also, wir können starten. Dann guten Appetit. Danke. Oh, Mama, die Nachbarin Elvira, die tut mir total leid, weil die hat ja jetzt eine Glatze, hat Julian erzählt. Elvira, also, die hat doch noch die gleiche Frisur. Die hat doch immer noch die kurzen Locken, oder denke ich jetzt an eine falsche? Also, Julian hat gesagt, Elvira, die hat jetzt eine Glatze. Hä, was? Nein, das stimmt doch gar nicht. Erzähl nicht so einen Quatsch. Na gut, Kinder, ich hoffe, es hat allen geschmeckt. Dann könnt ihr euch jetzt schon mal Bett fertig machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen Cartoons gucken, Julian. Lass mal fragen. Es sind doch Ferien. Mama, es sind doch Ferien. Können wir nicht vielleicht noch ein bisschen Cartoons gucken? Nur kurz. Also gut, Kinder, 20 Minuten aber nur. Habt ihr gehört? Was? Stuten? Das sind doch von den Fohlen die Mütter, die Mama-Pferde, ja. Stuten? Emma, wie kommst du denn da jetzt drauf? 20 Minuten Fernsehen gucken. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, sie verhält sich ein bisschen merkwürdig. Du, Emma, mein Schatz, kann es sein, dass du irgendwie schlecht hörst oder so? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Redest du mit mir? Martin, ich glaube, das war der Beweis. Sie hört richtig schlecht. Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten mal zum Arzt. Der sollte sich das mal angucken. Emma, hast du gehört? Wir gehen morgen mal gemeinsam zum Arzt. Der soll dir mal deine Ohren untersuchen. Ich frage mich wirklich, was sie jetzt verstanden hat. Wahrscheinlich nicht zum Arzt gehen. Wahrscheinlich irgendwas mit Fluchen oder sowas. Keine Ahnung. Martin, vielleicht kannst du sie einfach erstmal ins Bett bringen. Ja, mach ich, Schatz. Naja, Emma, dann bringe ich dich mal ins Bett. Oh, Papa, das ist lieb. Ich finde dich auch nett. Danke. Oder hast du Baguette gesagt? Mama, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir hier sind. Mir geht's total gut. Was mache ich denn hier jetzt im Krankenhaus? Emma, wir lassen dich jetzt hier untersuchen. So, Frau Vogel, ich habe mir die Tests angesehen. Also, Emma kann wirklich sehr schlecht hören im Moment. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das ist ein kleiner Eingriff und bald geht es ihr schon wieder besser. Ach, da bin ich aber froh. Ich dachte schon, sie wird uns nie wieder verstehen. Oder vielleicht will sie auch gar nicht hören.